Hallöchen, Popöchen YouTube. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Half-Life. Und wir sind schon, ich glaube, jetzt in der vierten Folge. Ich glaube, ja, das ist die vierte Folge. Und wir arbeiten uns hier langsam aber sicher voran. Und, naja, Black Mesa ist halt explodiert. Ha. Und die Frage ist jetzt, wo es hier praktisch weitergeht. Ich weiß es einfach nicht. Bleib in Ruhe liegen und lass mich in Ruhe. Denn da hinten, wo wir jetzt gerade waren, da war eine Sackgasse. Ach so, ja, stimmt ja. Wir können praktisch einfach auch sagen. Was war das jetzt Komisches? Das war ja so merkwürdig. So, wir können jetzt einfach sagen, wir hauen mit der Crowbar drauf. Und jetzt geht's woanders lang. Gucken wir mal, wo wir hier auskommen. Der war ein bisschen gemein, oder? Wie findet ihr das? Ich fand, der war jetzt... Der war gut platziert. Der war böse. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier mittlerweile angekommen sind. Brauchen, aber das hier wenigstens. Jetzt können wir uns hier nochmal umgucken. Die haben wir schon alle getötet. Das ist alles scheiße hier. Aha. Den müssen wir nämlich wegkriegen, damit wir hier dran vorbeikommen. Okay. Na, jetzt haben wir ordentlich Leben verloren. Wir haben gerade gut ein paar Prozent mehr, aber. Ja, okay. Ist jetzt ein bisschen doof, ne? So. Hat es echt geschafft und ist auf mich draufgesprungen, ne? Ich habe schon wieder 16 Leben, 14 Leben verloren. Cool, war Matsch, ehrlich. War knapp. Also, selten so eine Scheiße gesehen, ehrlich. Thank you.
Warte mal, kann ich jetzt nicht? Ganz ehrlich. Das dürfte was bewirkt haben bei den Herren. Das dürfte was bewirkt haben, hä? Huh? Hat doch noch irgendwer geschossen, da ist er doch. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin. Was ein Arsch. Sag mal. Will er mich verarschen oder was ist los mit dem? Was ist jetzt, ja? Das ist ein Arschloch, ne? Bleib doch jetzt stehen, Alter. Bisschen ehrlich, ey. Ich komm nicht holen, das schwör ich dir. So, speichern. Ganz gut bis jetzt gespeichert. Lief nicht mehr so gut. Stand um der Ecke. Aber den können wir jetzt überraschen. Surprise, Motherfucker. So. Freunde, ich muss ganz kurz Cut machen. So. Sorry, ich musste so dringend auf Klo. Manchmal, ja, bin ja auch noch ein Mensch, ja? Aber nur manchmal.
Jetzt nicht übertreiben. So, okay, wir waren hier in dem Raum. Das ist aber frech hier, oder? Ich bin den ganzen Weg gleich zu Fuß gelaufen. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Jetzt wissen wir, hier ist nichts mehr. Jetzt auf 55%. Warum ist hier so ein Ding unten? Geheimgang entdeckt, Alter. Pirung, 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 pirung. Der Ball. Warum nicht? Okay. So. Was war das jetzt? Sekunde. Warum kommt das jetzt immer? Naja, egal. Ich habe eigentlich WhatsApp gar nicht an. Eigentlich. So, hier haben wir jetzt alles geklärt, ne? Das war alles okay. Kann ich da benutzen? Speicher nochmal. Irgendwie geht die Taschenlampe immer von alleine aus, ne? Nur zur Info. Ah ne, da waren wir schon. Wo sind wir denn hergekommen? Von hier? Von hier. Ich bin verwirrt. Von wo? Autsch. Wo bin ich gekommen? Wo steht mein Auto? Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Oh, die Taschenlampe hat eine... Ich glaube, die Taschenlampe hat eine... Aufladung. Tatsächlich, deswegen geht die aus. Das wusste ich auch nicht. Das ist neu. Von wo bin ich gekommen? Aber ich bin doch safe von hier gekommen, Dicker. Ja, ich bin doch von hier gekommen. Na klar. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Oh Gott. Vollkommen lost. Oh.
könnt ihr nicht mehr schießen. Tut mir leid. Oh. So, hier haben wir eigentlich jetzt alles weggeballert. Eigentlich. Hier. Er hätte mir vorhin den Rücken geschossen, ne? Frech, ehrlich. Könnte jetzt echt ein kühles Blondes gebrauchen. Du auch, ja? Gedacht, Brudi. Okay. Wir nehmen vielleicht ein bisschen länger, damit wir zusammen machen. Und dass ich den abgekriegt habe. Was zum Geier ist das? Wir müssen nicht alles wissen. Okay. Du bist auch keine Hilfe irgendwie, ne? Bis jetzt. Ich möchte zu gern wissen, ob die das noch schlimmer hingekriegt hätten. Weiter gehe ich nicht, sagt er. Aber wir wollen noch da lang. Komm. Wir öffnen die Tür. Ich bleibe hier und halte Leute. Lach uns tot, weil das hier da ist. Ich bleibe hier und halte nach Leuten Ausschau, die Hilfe brauchen. Pass auf. Das war nicht sehr smart. So. Ja, Melanie war gerade da. Ist nur die Frage, müssen wir da rein? In den komischen Reaktor? Scheint so, oder? Aua! Arschloch! Ach, hab ich, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ne? Kleiner Bruch. Mhm. Naja, Wagen zum Fahren, ja. Thank you.
Alter. Die gehen mir gerade richtig auf den Sack mit ihrer WhatsApp-Gruppe, ne? Im Spiel siehst du es jetzt die ganze Zeit, weil normalerweise wird es das verblendet. You're dead, Freeman. Warum bin ich tot? Was habe ich getan? Warum bin ich jetzt hier der Böse? Ich habe ja nichts gemacht. Alle wollen sowas von mir. Aus. Alter, der von den Raketenwerfer dabei. Das ja mal. Pornöser Shit, Junge. Wenn du das. Okay. Geil. Ich jetzt so an so ein Half-Life denke in der Grafik von dem aktuellen Spiel Bodycam, ne? Alter Schwede. Boah, stell dir das mal vor, wie geil das wäre. Alter, jetzt ruft der Ben an. Hör auf mich zu nerven jetzt, Alter. Sie alle quietschen. Ich seh dich, du siehst mich. Ich schieß dir in dein Gesicht. La 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 la. Ich seh dich, du mich nicht. Aua, das tat weh. Schal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 a. Hier ist ein neuer Wagen, wunderbar. Gehen wir erstmal umgucken. Wer sich denn hier versteckt? Blutverlust festgestellt. Ihr Ficker. Alles Ficker. Blutverlust
Ich trau dem Ganzen hier nicht. Du bist tot, Junge. Wo geht das hier hin? Junge, den Weg finde ich raus hier, Alter. Nicht mit mir. Das klär ich. Oder auch nicht? Scheinbar. Die Jungs waren es ernst, hä? Noch Fragen? Ist er immer noch dahinter? Klar ist er immer noch dahinter. Der war drin. So eine scheiß laute Kacke, ne? Geht's hier weiter? Warum geht's jetzt hier weiter und hier weiter? Dachte ich mir. Da
Ich mach hier so einen ferngesteuerten Rucksack, ne? Da komme ich jetzt bestimmt von hier aus hin. Okay, bis jetzt läuft es doch ganz gut. Vielleicht ist was drin. Haltet euch die Hand zu. Aber was drin? Munition. Wichtige Munition. Alter. So frech, ne? So Bastarde, ehrlich, ey. Das krieg ich hin. Ich krieg das hin. Das kriegen wir hin. Client Pimmelecker. Also geht's hier lang?
Hat ein Arschloch. Komm, das lade ich jetzt nochmal. Das lief nicht so gut. Besser. Längen. Deswegen gehen wir jetzt hin und speichern. Den Raketenman da oben, den machen wir jetzt auch noch fertig. Wenn ich so mache, kriege ich den besser Platz. Hab ich ja gesagt. Ein frischer Dreck, sagst du. Soll ich den Aufzug hochfahren? Okay. Können wir von hier aus schon einen Gegner sehen? Nee. Dann machen wir mal uns langsam runter. Speichern. Das ist schon wieder so absolut bodenlos hier. Okay, ist nichts mit Aufzug runterholen. Aiming. Aiming angeschaltet und... Jetzt reicht das. Na, fand's lustig, ja?
Hände hoch. Er ist Freeman. Internet. Er ist euer Tod. Ist einfach draußen. Noch gerade raus. Ja, Blutverlust festgestellt. Habe ich auch festgestellt. Tat auch nur dezent weh. Stell dir halt vor. Nee, auch nicht. Also, wenn ich da jetzt durchlaufe, macht es auch Bumm, oder? Ah, klar. Aber drauf schießen kann ich nicht. Kann auch nichts da reinschieben. Okay, das war relativ gut, glaube ich. Okay, hier ist nichts. Schon cool aus, ne? Auch die ganzen Geräusche und so. Bisschen nervig, wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier arbeiten, aber ja. Rakete gestartet. Hallo? Oh, die Tür ist jetzt auf. Der
Berg hat auf mich geschossen. Da sitzt einer drin, Alter. Blutverlust festgestellt. Medizinische Versorgung. Kann man gar nicht treffen. Arschloch. Energie jetzt auf 15%. Die sieht ein bisschen anders aus wie die, die wir sonst hatten. Sieht ein bisschen mehr aus wie so ein Zug. Ja, wir sind bei 45 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.